Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, dem Engine Die Play, auf meinem YouTube-Kanal. Mit dabei ist die Lala. Hallo! Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen was mit ihr gebaut. Zum Beispiel hier mal so eine schicke Brücke. Ach, mein Timer. Egal, wir gehen mal auf gut Glück. Vielleicht wird die Folge etwas länger oder auch etwas kürzer. Wir gucken mal. So, hier ist eine Brücke. Lala? Ja? Kannst du auf die Uhr gucken? 12 Minuten? Ja. Ich kann auch gerade die Leiter holen. Dann gucken wir uns mal die Brücke an. Die wird von unten beleuchtet. Ja, hat man Fußweg, Straße. Dann geht's weiter zu ein paar Parkplätzen. Den Kommandoblock braucht ihr nicht wahrzunehmen. Dann haben wir hier eine Ampel. Noch ein Parkplatz für Busse und so. Dann haben wir hier ein paar Wege. Kann man hier reingehen? Da gucken wir uns das wahrscheinlich im nächsten Part an. Und kann man hier reingehen? Lala, kannst du gerade alles Licht, alle Hebel umlegen? Jo. Dann haben wir hier halt das Licht. Da jetzt lädt. Und das habe ich alles mit Redstone gemacht. Mit diesem Hebel kann man diese Tür dazu machen. So. So, was gibt es denn hier alles? Hier ist ein bisschen Technik hinter, die gucken wir uns später mal an. Dann habe ich hier mal so eine Küche gebaut. Mit einem Kühlraum. Ist eigentlich nichts Interessantes hier. Ein bisschen davon. So, dann haben wir hier einen Herd. Dann können wir auch noch weitergehen in den Esssalon oder Saal. Hier ist noch nichts drin, da weiß ich noch nicht genau, was da alles rein soll. Hier haben wir unser Pförtnerhäuschen. Mit den ganzen Hebeln. Hast du die auch unten an aktiviert? Ja. Außerdem für die Tür. Dann haben wir hier unten noch ganz viele Hebel. Für ganz viele Türen und Licht. Dann kann man hier das Treppenhaus hochgehen. Dann gibt es hier noch ein paar Zellen. Eigentlich nichts Interessantes. Eine Toilette und so. Oh ja. Oh, danke, mach mal die Tür auf. Danke. Bei den anderen ist das gleiche. Dann können wir noch weiter hochgehen. Dann sind wir auf dem Kanonendeck, wie ihr gleich feststellen werdet. Hier erst Shot aufmachen. Da, leg mal um. Dann geht das da vorne auf. Und wir haben freie Schussbahn. Diese Kanone solltet ihr vielleicht kennen aus meinem ein Tutorial über meine Kanone. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wie lange noch? Nach
Wie lange? Wir haben jetzt 4 Minuten. Okay. Dann haben wir hier oben was Spannendes, weil das ist hier ein ganzes Gefängnisgelände, solltet ihr wissen. Ja, hier Verhörraum. Vielleicht sieht man das auch. Dann haben wir hier hinten noch mal so einen Verhörraum und die Mensa. Könnte man noch verschönern, habe ich aber nicht. Dann gehen wir noch weiter. Machst du die Tür zu? Ja. Dann sind hier Psychozellen, so haben wir die genannt. Da kann man reingehen und hier ist halt ein Bett. Machst du mir die wieder auf? Nee. Hier sind dann die ganze Linie entlang. Dann haben wir hier was ganz Schönes. Also erstmal hier Zimmer, lebenslängliche Zimmer sind das. Hier halt nur stinknormale Nachttischlampen. Dann haben wir hier ein Waschbecken. Eine Toilette. Willst du es mal zeigen oder bleibst du draußen? Mir egal. Zeig euch. Ich zeig euch. Dann drückt man einmal kurz auf den Knopf und dann hat man ein bisschen Zeit, um in die Dusche zu gehen. Ja, das ist eine Dusche. Kommt das Wasser von oben, die Tür schließt sich. Dann geht der Schott irgendwann wieder zu. Vielleicht. Jetzt müsste es, ja. Das ist das Wasser weg und die Tür geht wieder auf. Und dann haben wir hier hinten noch einen Fernseher und nochmal 2 lebenslängliche Zellen, die genauso aussehen. Entschuldigung. Ich musste einmal husten. Dann noch weiter hoch. Was gibt's hier nochmal? Zellen, ne? Ja. Dann sind hier nochmal die gleichen Zellen wie unten. Auch genauso. Dann haben wir hier Büros. Dann haben wir hier das Chefbüro. Wenn Licht an ist, frei. Dann haben wir hier nämlich ein Hebel, das jetzt nicht mehr frei ist. Dann geht die Tür zu. Und hier haben wir für Licht. Das ist ja normalerweise zentral, diesmal aber nicht. Und dann haben wir halt hier noch Hebel zum Rauskommen. Hier sind eigentlich nur noch Büros. Hier ist noch so stellvertretende Chefin und so, oder in diesem Fall Chefin. Dann haben wir hier noch unser Archiv. Ich mal die Tür aufmachen. Danke. Mit einem Tisch und viele Schränke mit Büchern. Nee. Hier hinten haben wir noch einen Kontrollraum. Auch mit Licht an und so. Hier kommt später noch mehr rein, wahrscheinlich. Dann kommt die Dachtür auf Dauer auf. Da kommen wir gleich zu. Um genau zu sein, jetzt. Ist nämlich schon etwas spannender. So. Das hier oben ist unsere Dachtür. Ich wollte mal ein Zahlschloss mit einbringen. Soll ich machen? Und da haben wir hier unsere Tafel mit 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir haben einen Code, oder ich besser gesagt, ausgedacht. Und nur dieser eine Code kann richtig sein.
Soll ich mal machen oder willst du ihn machen? Nee, da kann ich nicht. Ich mache euch. Dann eins. Zwei. Das war schon mal falsch. Also wenn ihr zu lange braucht, dann geht's auch nicht mehr. Und wenn ihr es einmal falsch macht, ist auch dann geht gar nichts mehr. So, jetzt müsste gleich unsere Tür aufgehen. Genau. Die ist ganz schön groß, wie man vielleicht sieht hier. Da hinten und gleich ist dicht. Tada. So. Dann haben wir hier unser Dach. Mit einer einfachen Tür halt hier. Nicht schwer. Und einem Hubschrauber-Landeplatz. Vielleicht kannst du es mal nachmachen. Ja, vielleicht wird es bald was. So, genau, jetzt ist es Nacht. Ach ja, unser Command-Block, ne? Soll ich gerade machen? Warte, ich mach gerade das Stromsignal weg. Du kannst schon mal wieder anfangen. So, jetzt müsste es gleich funktionieren. Weil der Command-Block ist für Timeset Day, falls es Nacht wird. So, wie lange haben wir eigentlich schon aufgenommen? So, dann sieht man es. Es blinkt. Warum blinken denn die nicht? Warum blinken die nicht? Ja, 11 Minuten. Okay. Dann kommen wir jetzt auch gleich zum Ende. Moment. Warum blinken die nicht? Warum blinken die nicht? Ach so, weil die, die Redstone Clock sich schon wieder aufgehangen. Ja. So. So. Dann müsste gleich das Licht wieder an sein. Das. Ich weiß nicht, warum die Glock sich manchmal aufhängt, aber manchmal ist es einfach so. Und dann müsste es jetzt auch blinken wie geplant. Und das ist auch nur nachts so. Und jetzt gucken wir noch mal in die Technik. So. So, hier erstmal die ganze Lichttechnik. Hier ist die Technik für das den Landeplatz. Dann haben wir hier ganz viele Leitungen. Hier ist die Technik für das Codeschloss. Moment, hier. Da unten, hier, hier hinten, hier oben. Und ja. Jetzt zeige ich euch mal was, was man wahrscheinlich kleiner machen hätte können. Nämlich das hier. Das ist die gesamte Technik, was hier aus ist, für eine Dusche. Die ich eben euch gezeigt habe. Die hätte man wahrscheinlich kleiner machen können. Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht gemacht. Ja. Und damit wären wir dann auch fertig gewesen für dieses heutige Video. Ja. Vielleicht sehe ich mal den einen oder anderen noch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.